Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge. Gut, ich tue mich dieses Mal jetzt mal umschauen, was wir jetzt alles so machen können. Und nächsten Spiele werden erforscht und nächsten Spiele werden entwickelt. Und in der Forschung geht es auch weiter. Aha. Gut, das brauchen wir am Anfang noch nicht. So. Ich habe mal gesagt, wir entwickeln ein Spiel. Was machen wir denn? Wir machen ein Geschicklichkeits... Wir machen ein Rollenspiel. Ein Denkrollenspiel. Das hört sich ja schon mal ganz praktisch an. Überzeichnen. Aber das haben wir nicht. Zeichnen? Wer denkt sich denn so ein Mist aus? Überberaden, das hört sich doch ganz gut an mit unserer Engine. Lizenz keine. Demons Rose und MS. Wieder für den PC. Dann geht's weiter. Bierschutz gibt's immer nur den, aber der ist irgendwie lächerlich. Dann entwickeln wir doch das mal so. Nur um jetzt zu sehen, wie die Mitarbeiter und so alles zusammenarbeiten. Damit es für alle entwickelt, sprachentechnisch. Dann können wir jetzt überall schon mal auf 25% gehen. Gehen wir auch weiter. So, Entwicklungsstand. Forschung. Dann tun wir jetzt mal Features erforschen. Zum Beispiel besseren Sound, den brauchen wir jetzt mal umgehen. Ihr seht schon, jetzt geht es wesentlich besser da. Es sind ja 6 Leute, die daran arbeiten und nicht mehr bloß 2 wie vorher. Habe ich jetzt einen zu viel eingestellt? Tatsächlich. Ich weiß nicht, wo wir uns unterbringen können. Jetzt fliegt einer raus. Das war der schlechteste für euch alle. Das bist du. Frank, du fliegst raus. Bist entlassen. Das können wir nichts, können wir nicht mal miterben. Das ist ja ganz schlecht. So. Jetzt geht's voran. Die Entwicklung startet bei allem. Jetzt müssen wir mal ein wenig aufholen, die Technik und wieder voranschreiten. So, das erste haben wir schon erforscht. Jetzt haben wir zumindest Pieptone während des Spiels und es ist nicht mehr still leise wie die Nacht. So, Scrolling brauchen wir natürlich auch noch, dass wir zum Beispiel dieses Feature hier schön scrollen können. So. Diamond Row ist jetzt halt rausgekommen, wie man sieht, wir haben mehr Punkte wieder da drin bekommen. Könnten selbst produzieren. Dazu bräuchte man aber Produktion, die wir nicht haben und auch nicht in diesem Büro unterkriegen. Bräuchte man dann schon größere Halle. Also suchen wir uns wieder einen Publisher, aber diesmal für Rollenspiele. Da ist unser bisheriger. Kandidat, wo ist der, den wir bisher gehabt haben? Der wäre wahrscheinlich gar nicht interessiert. Doch, der ist treu. Den könnten wir sogar wieder nehmen. Den nehmen, weil alle anderen sind ja eh für den Witz. Sieht man jetzt, die sind alle schön, leveln sich langsam hoch. Wir sind da weiter vorangeschritten, also passt alles. 32%, 33%. Ach du Scheiße, ist der schlecht, Mann. Grafik ist ausreichend, paar Verschönerungen.
Gut, Sound lässt zu wünschen übrig. Steuerung, ja gut. Die sind nicht mehr vorhanden, so in etwa. Das sollten wir verbessern. Ja, das Spiel ist eine Bruchlandung. Ja gut, das ist in Ordnung. Tun wir gleich mal einen Nachfolger nachschieben, hätte ich gesagt. Von unseren kürzlich entwickelten, oder? Ach nee. Nee, wir entwickeln von dem einen Nachfolger. Aber diesmal mit der. Variante. Wieder für den PC. Die Aufteilung hat gepasst. Dann wickeln wir das jetzt mal für alle Sprachen. So, jetzt haben wir Scrolling fertig erforscht. Dann das nächste Feature. Wenn wir das Feature auch noch haben, dann tun wir da jetzt mal eine neue Engine nachschieben, wo neue Funktionen hat und so weiter. Das müssen wir jetzt alles mal ein wenig verbessern auf Dauer gesehen. So, ich habe schon wieder die Zeit vergessen, wie lange ich aufnehme. 7 Minuten sind es in etwa. Gut, jetzt könnten wir auf dem Katari 5200 Spiele rausbringen, sobald wir von denen die das Developer Kit kaufen würden. Bin ich aber ein Gegner. So, wie man da sieht, es sieht alles jetzt ziemlich gut aus. Wow, die sind alle niedrig, die Werte. Wieder ein Publisher. Mit dem sind wir gut und er zahlt auch noch. Mit einer der besten, muss man sagen. Gut, die Leute leveln wieder auf. So, jetzt können wir für zwei Plattformen gleichzeitig entwickeln. Multiplattforming sozusagen. Na gut, das Spiel war auch so mehr oder weniger ein Reinfall, weil der Vorgänger hat 70% gehabt und jetzt nur 42%. Grafik ist schlecht. Sound ist schlecht. Steuerung ist schlecht. Ja gut, ist alles schlecht. Warten wir, bis die fertig sind und dann wird da die neue Engine nachgeschoben. Ist mal ein wenig vorankommen. Oder haben wir noch was? Noch nix. So. Engine. Die SW2. Optimiert für Arcade in dem Fall. Und alles wird reingepackt. Alle Features reinpacken, die 50.000 sind da. Wird jetzt entwickelt, dauert jetzt halbwegs ein wenig. Lang können die oder was erforschen. Wirtschaftssimulation, jawohl. Jawohl, eine Marketingkampagne für Good May Cry. Das ist ja viel in Ordnung. Der C63 wird veröffentlicht. Ja gut, es werden dauernd neue Dinge veröffentlicht. Ne? Wir könnten jetzt wirklich mal sagen, wir schauen uns um, was wir, auf was wir noch entwickeln können. Ne? Wir könnten auf dem Katari 2600 entwickeln. Bloß wenn da schon der 5200 auf dem Markt ist. Ne? Wir bleiben vorerst mal beim PC. Kopierschutz, schauen wir mal, vielleicht gibt es schon besser. Nein. Engine gibt es auch noch keine bessere. Lizenz könnten wir wahrscheinlich. Da sieht man James Bond, ne? Gut.
könnte man theoretisch was draus machen, aber forscht jetzt mal nicht. Erstmal brauchen, das können wir erstmal machen, wenn wir einen richtigen Grafik haben, weil momentan haben wir textbasierende Grafik, also. Gut, Diamond Road, da zahlen wir bisher drauf. Also das hat nur ein Minusgeschäft gemacht, das da oben, das was wir noch gehabt haben, ist sehr gut. Schauen wir mal nach einem neuen Thema. Weil ich habe jetzt vor eine Wirtschaftssimulation rauszubringen. Aber war kein richtiges da. Also machen wir Wirtschaftssimulation. Hört sich recht ärmlich an. Ist auch so. Also gut, da zahlen wir irgendwie drauf. Ich weiß nicht. Schade, ja, da können wir gleich nur wegen. Starten wir nur gleich mit Jumpen ran durch und so weiter. Jetzt ruht sich die auch noch aus. Der muss was aus dem Aktending raussuchen. Da der Gewinn steigt. Na gut, die anderen, die zum Gewinn einfahren, aber das da. Das. Mal schauen, wie das aussieht, wenn das mal 10-mal so viel Zeit verbraucht hat. Gut, Wildfrunk wird jetzt auf den Markt genommen. Von Zoe, also das ist der Publisher. War 33 Wochen im Verkauf, 66.000 haben wir verkauft. Hat leider, hat schon über 50.000 Entwicklungskosten gehabt, aber wir haben halt 400.000 eine eigene Nummer. Dadurch haben wir positiv 350.000 gemacht. Kann man sagen. Neue Forschung, Grafik in 4 Farben. Ja, das ist natürlich klasse, ne? Die Engine ist fertig und schon können wir da eine neue wieder entwickeln gleich, ne? Ja gut. Und das war bloß 16 Wochen im Markt, 12.000 verkauft, 90.000 Entwicklungskosten, aber da haben wir bloß 72.000 eingenommen. Also da haben wir drauf gezahlt. Jetzt mal ein neues Spiel, eine Wirtschaftssimulation. Oder Geschicklichkeit vielleicht, Geschicklichkeitswirtschaft. Mach mal denk. Zum Thema Transportwesen wäre ganz praktisch. Mit unserer eigenen Engine. Lizenz, gut, brauchen wir erstmal keine. Gehen wir weiter. Plattform, das. Da können wir leider keine weitere nehmen. So. Bierschutz haben wir keinen. Vernünftig. Ich sag vernünftig. Gehen wir gleich mal weiter. Das wird jetzt nur in 2 Sprachen wieder veröffentlicht, weil das frisst uns zu viel Geld, das in alle Sprachen zu veröffentlichen. Sprachen reicht erstmal so. Dann müssen wir alles auf 25% setzen. Weil ich theoretisch sagen müsste, ist der Sound ist eher unwichtiger. Die Grafik. Und dann müssen wir mehr auf die Technik und aufs Gameplay gehen. Weil bei einer Wirtschaftssimulation die Technik eher weniger ist, dann muss das Grafik schon passen. Und das Gameplay natürlich. Alles rein, jawohl. Alles rein.
gut. Das entwickeln wir noch. Das machen wir gar fertig, weil das ist dann die letzte Folge für diese Aufnahmesession. Und dann mache ich heute noch was anderes. Mal beim Fernsehen schauen oder so. Oder vielleicht andere Sachen im Internet schauen. Mal schauen. Ja gut, wir haben Jump'n'Run abgeschlossen. Also die Erforschung. Dann schieben wir gleich Adventure nur hinterher. Weil wir erforschen alles, was geht. Könnte man da eigentlich Kurs da mal starten, wenn wir mehr Geld haben. Aber Hauptsache den Raum schon mal gebaut, ne? So in etwa. Künstliche Intelligenz, simply künstliche Intelligenz, also gut, ein bisschen KI. Schieben wir auch noch gleich noch, weil das steigt schneller wie das mittlerweile. Ah, das ist ganz gut, wenn die meinen, das ist für zu viel Casual Game entwickeln, dann machen wir es halt einsteigerfreundlicher. Das da das nächste Mal. Und wir brauchen jetzt mal wieder einen Top-Hit, weil das Geld geht langsam den Bauch runter. Und bloß nur 300.000. Gut, ich investiere auch alles Mögliche im Geld. Ah, da steht unser Name, der Firma. Neue Forschungsgenre, Sportspiel. Okay. Folgt aber alles nicht mehr in dieser Folge. Wir machen nur noch das hier fertig. Das hier fertig. Das hier nicht. Weil da forsche ich jetzt eh dann gleich das nächste, oder? Okay, jetzt haben wir gar kein Spiel mehr im Markt. Wir brauchen mehr Spiele. Jetzt müssen wir ein paar wieder auf den Markt bringen. So, das war 22 Wochen im Markt. Good May Cry, die Fortsetzung vom ersten Teil. 90.000 Entwicklungskosten. Da lässt sich schließen, der Umsatz. Ein Gewinn von 150.000 in etwa. Gut, wir müssen das nächste jetzt nachschieben sofort. Adventure haben wir ja vor gleich abgeschlossen. Die Forschung. Gut. Könnten gleich nur was machen. Ne? 80.000, ja klar. Machen wir jetzt nicht. So. Oh, das sind guter Werte. 100 haben wir da schon. Gut. Grafik hat ein gelitten. Grafik hat gelitten. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall einen für Wirtschaft. Simulation. Das sind eigentlich ja interessiert. Unsere war auch interessiert. Zahlt 6. Er zahlt 4. Ja, da bleiben wir bei unserem bisherigen Standardmann, hätte ich mal gesagt. Unsere Leute leveln halt wieder etwas auf. Sind aber noch Level 2 und Level 3 sozusagen. Fußballmanager, jawohl. 73%, wir verdienen wieder Geld. Lesen wir uns mal das Review durch. Die Grafik sieht echt gut aus. Ja gut, Bayern, eine Wirtschaftssimulation. Nur ein paar Schönheitsfehler sind zu beheben, ja gut. Sind immer dabei, ne? Vor allem heutzutage. Der Sound ist unter dem Durchschnitt. Gut, der ist auch eher uninteressant. Da kann man noch mehr draus machen. Ja, kann man sagen. Steuerung ist super. Das ist mal eine gute Nachricht. Da brauchen wir nichts mehr ändern. Jawohl. Ein gutes Spiel mit einigen Schwächen. Zum Hit reicht das leider nicht. Ja, was soll das schon wieder heißen? So. Dann war es das auch schon wieder für. Diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin. Euch noch einen schönen Tag. Bye bye. Tschüss.